Hallöchen, liebe Leute, wir sind's wieder, Rio und Duran, am Verzweifeln. Ich kann nicht mehr, ich muss essen. So, hier, nach zwei Tagen intensiven, wie bin ich hier hingekommen? Wie komme ich hier wieder raus? Danke, Spiel. Ja, Level 45. War toll. Wollen wir mal gucken, ob das reicht. Sazenia oder Ultrigaria hat sich übrigens selbst entwickelt. Auf, ich habe die Zahl vergessen. Auf, ich hab die Zahl vergessen. Das ist ein sehr schönes Level. Ich weiß nicht, 45 oder was? Was war das? War direkt ein... Ich hab auch vergessen. Ich geh jetzt rein! Das ist mir auch alles nur noch scheißegal. Das ist so ein langes Training hier gewesen, ne? Ich habe auch keinen Bock mehr. Das ist einfach nur noch dumm. Ich hoffe jetzt, dass ich Draschel mit Schlitzer umbringen kann. Ich bin 7 Level über dem Spast. Wenn er dich zerlegt, wird's wieder lustig, ey. Jetzt macht er Drachentanz. Lol. Werd Angst. Und, ach ja, Überreste, ich wollte schon gerade sagen, was macht der Junge da? Jetzt gibt er ihm einen Supertrank. Bis hierhin alles kalkuliert. Es ist noch besser als erwartet. Schlechter als es sollte, besser als erwartet. Jetzt macht er Erdbeben. Mal gucken, wie viel Ursache ihn davon abhält. Lol, das hat gerade mal weniger als 50 Schaden gemacht. Okay, Draschel war easy. Ja, das hoffen wir doch jetzt auch, nach dem Level. Jetzt kommt sein Ursaring. Jetzt werde ich ihn nämlich outplayen, den Hurenbock. Mit Erholung. Ich bin eingeschlafen, weil mein Tibbers hat Schnarcher gelernt. Jetzt geht's. Jetzt macht die Ratte. Der kann Karateschlag, das ist ein Witz. Lol, Alter, Schnarcher war fast ein One-Hit. Ja. Und das Gute ist, solange ich schlafe, kann der Hurenbock mich nicht paralysieren. Und nach dem Schnarcher ist er eh tot. Okay, bis jetzt lege ich den mit einem Pokémon. Ich glaube, jetzt habe ich mit dem Training ein bisschen overextended. Ja, Schnarcher, Volltreffer, weg damit. geh mal weg. Jetzt kommt sein Pupita. Pokémon wechseln. The King! Versuch's halt mit Doppelkick. Das ist der Plan dahinter. Ja. Das ist auch Level 38. Ja, das ist der mächtigste kommen. Wenn ich nochmal Doppelkick treffe, jetzt macht der Lappen Agilität. Hä? Hä? Ich hab mit 2 Tage umsonst trainiert! Als ob der Lappen jetzt nur noch solche Kackattacken macht. Okay, hat er noch einen Supertrank? Das wusste ich nicht. LOL, der steht mit einem KP. Er will sein letztes Pokémon nicht präsentieren. LOL, das Pupita kann Knirscher. LOL. Haha, Giftdorn, es wurde vergiftet. Geil. Und weg. Schön. Als nächstes wird Landturn. LOL. Landturn. Ja. Jetzt, LOL, was ist das? Hä? Das ist sein letztes Poke? Das ist sein stärkstes? Das ist echt interessant. Hä? Was? Jetzt macht der Rattenkopf Donnerwelle. Vor allem, weil bei dir der Landhund dann anscheinend wirklich noch das richtige Poke ist. Was bei mir allerdings... Der hat mit Hitzekoller angegriffen. What? Es ging daneben, aber er hat Hitzekoller gemacht. Das ist so geil. Er tut jetzt Hitzekoller ein. Was ist denn jetzt los, ey? Hä? Ich verstehe das Spiel nicht. Regi, was willst du uns sagen? Regi hat das Spiel ja nicht gemacht. Ja, hat ich weiß, gemacht. Aber trotzdem. Lol, jetzt krüppel ich mich hier mit Biss durch, weil seine Wasserattacken nicht effektiv sind. Und durch Hitzekoller hat er eh so auf wie seine Spezialangriffs eingebüßt. Ah, ich bin paralysiert, ich kann nichts machen. Kann nichts machen, Junge. Komm, Fanda, beiß, fass. Dreimal hintereinander hat er getroffen, jetzt ist er immer paralysiert, jetzt heilt der Junge sich wieder hoch, der Lappen! Komm, Biss! Volltreffer! Nein! Ja, man muss ja sagen, das Offscreen-Training hat sich auch bei mir gelohnt, ich komme jetzt gegen den Arena-Leiter einigermaßen an. Zengo! Haha, tot! Hör auf, der Mann, nein! Der King hat auf Level, ich glaube 43 von selbst viel Ender gelernt. Glaube mit einer der mächtigsten Käferattacken überhaupt. Heil du nur, dein Gengar ist gleich tot. Bam, ist weg. Kramurks, I love you. So, letztes Pokémon. Und dann gehört der. Gott, der hat Blitzkanone gemacht. Gehört der Quellort mir! Kiss the ring, bitch, sag ich da nur. What the fuck? Kiss the ring, bitch? Ja, yeah, Sakura!
für diesen Mistbock bekommen? 600? Leute, ich hab 560 gekriegt. Bisschen. Ja, genau. Ja, du tust mir wirklich leid. Hier die Ruhmesdatei. Ah, ich hab mich mit aus dem Rennen gewinnen lassen. Fick dich! Du scheiß Kacknapp! Mit einem raschen Level 38 ja, könnte ich die Kacke aufmachen. Alter. Alter, ich freue mich schon auf das Gegnerteam. Boah, am Ende, ne? Wie heißt nochmal die... Brutalander. Brutalander, danke. Oh, scheiße. Ja, noch ein Landturn hoch, ey, was einfach mega stark ist. Ja, das ist auch noch vor allem mega aushaltig. Ich habe ja Landturn selber mal trainiert. Das Pferd ja KP bis zum Umfall. Das ist ein super krasser Typ, ne? Elektrowasser. Ich habe Schaufler gekriegt. Mhm. Wobei mit Unlicht und also viele Länder waren One-Hit. Ja, wenn du so ein Angriffsbeast hast wie dein Ursaring, ja, dann ist echt geil. So, was gibt's denn hier für wilde Pokes? Beim Ursaring ist jetzt gerade so eine Art billiger Relaxo-Abklatsch mit Schnarcher und. Und lol, meine Putzfrau hat übrigens, das wollte ich nochmal eben erwähnen, weil ich sehe es gerade, hat als wir vor 3 oder 4 Tagen mit der Aufnahme quasi angefangen haben, ein Foto noch hochgeladen. Oh, das ist ja schön. Das ist, ja, ohne mich zu das fragen. Ist nicht so schön. Vielen Dank dafür. Vor allem, jetzt sind die Trainer hier auf der Treppe wieder im 20er-Bereich. Völlig absurd. Jetzt haben wir total overlevelt. Es tut mir wirklich leid. Ich meine, ich verstehe, wir sind oft bei den anderen Pokémon-Spielen am Rumheulen. Also bei den Originalauflagen. Die sind zu einfach. Die sind so easy, das ist die Herausforderung, wenn du einmal durchgespielt hast, weißt du sofort, welche Pokes du brauchst. Dann nimmst du schon teilweise nicht so gute Pokes, damit es ein bisschen herausfordernder ist und fickst trotzdem jeden in den Arsch. Wo ist jetzt der Sinn, einen Rivalen zu setzen, der bis 40 Pokémon hat und die Trainer danach sind alle fast 20 Level darunter wieder? Ja, das ist schwierig. Wo ist da der Sinn? Hier, alles was ich mache ist One-Hit. Ich klatsche hier alles so um. Dann keine Gegner mehr, jetzt sind nur noch Opfer. Hier, Nidoking, gut, Level 27. Das Sandama war Level 30. Aber trotzdem, ein Biss weg. Oh, ich bin vergiftet wegen Gift. Ein Kapins? Leute, ich kämpfe gerade gegen Nelson Mandela. Er heißt Nelson. Was? Ich bin wieder gerade Nelson Mandela. Genau, weil das... Vielleicht ist es ja auch Nelson Manns aus den Simpsons. Nee, vielleicht ich gewinne aus. Aber der ist ja auch gar nicht so schwach. Der hat hier einen Ariados Level 38. Muss man auch sagen. Ach schön, ein Doppelkampf. Hatten wir schon ewig nicht mehr. Blut auf Bluebella. Und ein Biss auf Nidoqueen. Ich hätte fast Donner genommen. Das wäre ein GG gewesen. Oh lol. Okay, die sind jetzt wieder 34. 35. Ja, die steigen. Wow, okay. Turtok 46. Oh scheiße. Oh, Zauberblatt. Oh, oh. Aha. Qualitätsoffensive. Entschuldigung. Das ist der Kaffee, das bin nicht ich. Oh, Nidoking setzt Body Slam ein. Geh mal weg, Mädchen. Erstes Date. Lad mich doch erstmal zum Essen ein, bevor ich auf Habe ich eigentlich, ich hab die TM Raub. Gab's die irgendwo? Haben wir die mal gekriegt? Ich hab sie, glaube ich, nicht. Aber ich habe auch schon mal, ich guck mal eben. Ewig nicht mehr meine TMs reingeguckt. LOL, doch, ich hab Raub. Okay, dann krieg ich Raub jetzt auf jeden Fall Kramurks und dann versuche ich mit dem Überreste zu klauen. Kreuz auf den Boden. Keine Chance. Zerstörung. Denn Hundemon lernt auch bald Flammenwurf, ne? Oh, Rasov macht Raserei. 51. Es wird auch langsam Zeit. Ist noch ein bisschen hin. Lol, da sind noch 6 Level. Nachtnebel, Raichu, Rasierblatt. Okay, ich habe nichts dazu mehr zu der Nuggetbrücke zu sagen. Dieser letzte Trainer vor dem Endboss war doch... Also gut, Level 40, Rasav, mit einem Kreuzi auf dem Pokémon, das dagegen empfindlich ist. Bye bye. Kann man machen. Muss man aber nicht. Nee, vor allem das Schlimme ist einfach nur, ich war jetzt da noch nicht oben, du warst ja schon oben, der Leveldurchschnitt der Pokes ist da wahrscheinlich auch 15 bis 20. Mitte 30. Der da.
Ja, die werden hier auch asozial ja, okay, stark. Ich meine, hier habe ich jetzt gerade das Smetbo, war 48. Nein, Trainer. Bild. Aber die in Richtung Orania City, ne? Ja. Alter, die sind so krass stark einfach. Dritter Start Level 50. Ab wann sind die denn dann schon bitte Level 100? Oh lol, aber. Ich kann es nicht sagen, ab wann die schon 100 sind. Aber das dauert nicht allzu lange. Am besten, wir sollten einfach uns ein bisschen. Das dauert auch gar nicht lange. Ja, genau. Wegen der Sicherheit! Geil, ein Panzer Eron, das hätte ich auch gerne. Stimmt, das wollte ich ja vorhin noch erzählt haben. Ich bin ja jetzt seit einiger Zeit bei LOL in Level 30 und mache auch dementsprechend Ranked-Spiele. Ich habe dir ja schon bereits erzählt, dass die Leute da ja sehr, sehr verhältnismäßig unhöflich sind. Folgende Situation. Mhm. Ich bin Support auf der Botlane und wir pushen. So, an sich normal. Dann kommt der gegnerische Jungler. Wir denken uns, oh fuck, disengage. Kommt unser Jungler. Tötet den gegnerischen Support, aber unser AD Carry stirbt noch. Und irgendwie schaffen wir es auch noch, den gegnerischen Support mit gegnerischen AD Carry zu töten. Ich wollte gerade sagen, gar nicht schlecht. Bis hierhin, alles gut gelaufen. 2 zu 2. Kann man 1 zu 2. Lief gut, dafür beim Ding, dass wir am Anfang im Nachteil waren. Ich als Support, ich glaube, ich war Malphite und die verbündete Junglerin Vi, wirklich beide im absoluten Low-Level-Bereich. Wir hatten irgendwie noch einen Balken. Der gegnerische Jungler hatte noch 3 Balken und der, der gegnerische Jungler hatte noch 3 Balken oder so. War auch noch ein Jax. Ich denke mir so, alles klar, raus hier. Was macht die Vi? Mit ihrer Kuh, das ist ja so ein Fauststurm nach vorne, versucht ihn zu treffen, der kommt raus, springt auf die drauf, die stirbt. Rat mal, wer schuld war. Ich, weil kein Follow-up kam. Doch was für ein Follow-up, du hast den noch nicht mal getroffen. Alles Luft hier, ihr seid scheiße, ich carry das. Du stehst 2-6, Mädchen. Hey, carry. Ich denke mir jetzt einfach so, bitte geh. Bitte geh, spiel das Spiel zu Ende und deinstallier danach. Und komm nie wieder in die Kluft, nice. Bitte. Ich habe ihr danach auch nicht einen grausamen Tod gewünscht. Ja, und das Beste war danach noch auch noch unser Pantheon auf der Top-Lane. Ich glaube, kurz vor Ende hat er uns auf der Botlane die Schuld gegeben, weil wir nicht SS haben. Weil ihn der gegnerische Top-Laner und Jungler getötet haben. Schön. Unsere Botlane war maßgeblich daran beteiligt. Auf jeden Fall. Es ist ja, ey, sehr froh, dass du aufgehört hast. Ich meine, mir macht das Spiel immer noch Spaß, aber ich frage mich, wann bei mir der Punkt kommt, wo ich einfach reinklicke. Dafür ist Team Ranked halt wirklich sehr angenehm. Also wenn du mit Freunden spielst, die du kennst und die wissen, was du ungefähr kannst und dich nicht wegen jedem scheiß Fehler anmaulen, dann ist es wirklich noch so, Fun. Jetzt habe ich mir einen Rossana geholt. Deswegen, also diese. Rossana! Oh wei. Ryu, was macht das Spiel mit uns? LOL! Ryu ist rausgeworfen worden. User in your channel time down. Ist wart, der kommt gleich wieder. Er wurde outgetimed. Ja. Camtasia ist also im Quatsch. Schnell. Teamspeak ist seit dem letzten Mal nicht besser geworden. 28.000, also du kriegst ja echt jetzt das Geld mal hinterher geschmissen, ey. Ich kaufe noch mal ein paar Pokebälle nur mal hinterher. Und jetzt kaufen wir uns mal ein paar Heilungsgegenstände. Einfach weil wir sie brauchen können. So. Ob das was hilft, ich weiß es nicht. Wann haben wir es wenigstens? Ich meine, eigentlich schon Blitz holen. Gefangen. Mit 10 Pokes, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken gehen. Ich muss mal eben gucken, ob der Ryu sich da irgendwie meldet oder ob wir bei Teamspeak wieder neu. Ich kenne mich mit dem Scheiß auch nicht aus. Ich langweile mich einfach nur derbst. Ah ja, er hat geschrieben. Okay, wir machen eine kleine Aufnahme. Pause, bis gleich. Okay.